Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hellblade Senua's Sacrifice. Wir haben hier letztes Mal aufgehört, als wir uns der ersten dieser Prüfungen gestellt haben, wo wir dieses magische, megatolle Schwert da aus dem Baum kriegen wollen. Und ich habe auch seit letztem Mal... Moment, ich gehe mal kurz zu dem Runenholzding da drüben. Ich habe nämlich seit letztem Mal geschafft, die Runen zu übersetzen, die hier immer bei diesen Geschichtsdingern stehen. Ich stelle mich nochmal kurz davor, damit ihr die nochmal vor euch seht. Ich habe da angefangen, also bei den ersten Dingern, die wir auch übersetzt bekommen haben, also bei dem oben, was jetzt weiß ist, was aussieht wie so ein S und zwei Ms und so. Und dann halt im Kreis einfach weitergemacht. Und es ist einfach wirklich nur ganz stinknormales Englisch, was dann in alte Futhark-Runen übersetzt wurde. So insofern war es gar nicht so schwierig. Und da steht dann folgendes. Also auf Englisch steht da: Seek Hela's truth in mirror gods betray us, unmask fear. Also suche... Obwohl eigentlich das Problem hier ist, es ist keine Interpunktion da. Es sind nur die einzelnen Wörter. Das heißt, ich weiß nicht genau. Hier gibt es zwei Sachen, die man das interpretieren kann. Also man kann entweder sagen, suche Helas Wahrheit im Spiegel. Götter betrügen uns, demaskiere die Angst. Oder suche Helas Wahrheit. Im Spiegel betrügen uns die Götter, demaskiere die Angst. Oder es heißt beides gleichzeitig. Weil wir haben ja Was ist das, ein Bronzespiegel, den uns unser verbrannter Kumpel da gegeben hat. Der hat uns ja auch bei Wallraven geholfen und der lässt uns ja da immer uns fokussieren. Insofern nehme ich einfach mal an, dass der Spiegel an sich gut ist und dass wir quasi im Spiegel Helas Wahrheit finden müssen. Und nicht, dass uns im Spiegel die Götter betrügen. Ist jetzt mal so meine Sichtweise des Ganzen. Also Seek Helas Truth in Mirror. Gods betray us, unmask fear. Ist ja eigentlich relativ simpel, das, was wir eh schon die ganze Zeit versuchen, irgendwie die Wahrheit rauszufinden. Dass die Götter alle Assis sind, wussten wir auch vorher schon. Und dass wir irgendwie die Angst bekämpfen müssen, war uns eigentlich auch recht bewusst. So, dann haben wir diese Prüfungen. Das ist dann, glaube ich, die haben wir letztes Mal gemacht. Bei die mit diesem komischen Labyrinth, wo wir einfach nur rausfinden mussten. Dann gehe ich hier einfach mal... einfach ist einfacher gesagt als getan. Komme ich hier lang? Ich wollte jetzt eigentlich im Uhrzeigersinn da weitermachen. Kann ich mich hier einfach runterfallen lassen? Hallo? F, okay. Manchmal ist es E, manchmal ist es F... Weiß auch nicht ganz so genau, was es will. Diese kleinen Mikro-Ruckler und Mikro-Freezes und Lags, wenn es neue Areas lädt und so, kann ich leider nicht wegmachen. Das liegt einfach am Spiel selber. Ich habe die verschiedensten Grafikeinstellungen ausprobiert. Es ruckelt einfach immer irgendwo. Also da müssen wir leider durch. Das ist dann wahrscheinlich der PC-Port, der da irgendwie Probleme hat. Aber nun ja, was erwartet uns denn hier? Northmen say that their all-father, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the Well of Wisdom. In blindness there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Can you hear me?
I'm right here. Can you see me? Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your thoughts. Tell me what you feel. The breeze. Good. Then there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. Von da drüben, da ist so ein ganz leichtes Leuchten. Aber wie cool. Odin hat sein Auge aufgegeben und jetzt sind wir blind. The others. The voices. They've gone. I'm still here. It's so quiet. So dark. It's okay. Listen to your own breath. Feel it rise and fall. Good. Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide you. Gibt's hier irgendwo wieder so Runendinger, die ich übersehen kann? Bestimmt. Oder überspüren. Sehen tue ich ja eh nichts. I can't go on. Lillian? Find a way. I'm not leaving you here. Hey, find a way. Aber wir hören die Feuerschalen knistern, deswegen sehe ich die. Weil es ein bisschen schwierig ist, weil mir gerade das Licht von hinten auf den Bildschirm scheint. Durchs Fenster, deswegen spiegelt einfach alles. Muss ich mich selber ein bisschen auf meine Ohren verlassen. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? I hear water. Go to it. Man hört echt immer mehr. Ich weiß nicht, wie gut ihr es dann im Endeffekt noch hört, aber ich höre es. Reach the water. Good. That's your way out. Follow it upstream. Was ist gerade mit unserem Hals passiert? Eben mal kurz den Nacken einrenken. Rechts, links. So sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. Senua, my father, he taught me that the hardest battles are fought in the mind, not the sword. You're no coward. You proved that to me in the warrior trials. This is just another battle. You can beat it. This isn't your bet. You don't have to help me. I want to. Besides, you are going to be a great warrior one day. We need people like you. Okay. I'll do my best. What do you mean is so supportive? Shh. Shh. I know what you're thinking. Oh. He's not really you. Seems there's no escaping the past in this place. And so she's forced to relive it. To what end?
Aber ja, jeder braucht einen Dillion in seinem Leben. So viel Support und Liebe und Zuneigung. Er war schon ein guter. So, und hier liegen ganz viele Leichen rum und es stehen ganz viele so Totems in der Gegend. Ist, glaube ich, nicht so gesund. Da ist in der Tat ein Haus. Ist es unser Haus? Ist es Dillions Haus? Ist es überhaupt irgendein bestimmtes Haus? I don't know what's inside. Don't be afraid. Au. Dillion. There's something in you. Do you see it? No. Then it cannot see you. Quietly move past it. One step at a time. Das sieht aus wie irgendein Blobmonster. Bäh. Ist ja widerlich. Ich hoffe einfach mal, das sieht und hört mich jetzt nicht, wenn ich hier einfach lang gehe. Bäh. Bin ja ein bisschen neugierig, was passiert, wenn ich mich von dem Ding erwischen lasse, ne? Ach komm, ich mach mal. Content. Wir lassen uns mal von diesem komischen Blobmonster erwischen. Ihhh. Hallo. Lecker. Ja, ich weiß, die Dunkelheit geht meinen Arm hoch und so weiter und so fort. Genisch. Aber wir sind direkt wieder hier, das ist gut, haben wir nicht viel verpasst. Wo ist hier ein Ausgang? Hier hängen so Ketten, da sollte ich, glaube ich, nicht so dran stoßen. Muss ich aber, glaube ich. Das Ding bewegt sich auch nicht, okay. Ist schon ein bisschen creepy. It's not following. Leave it behind and keep moving forwards. Ich glaube inzwischen ehrlich gesagt auch nicht mehr, dass hier drin so Runenstein-Dinger sind, weil es würde einfach von der Atmosphäre wegnehmen. Weil ja Dillion auch ganz viel mit uns redet, das würde einfach irgendwie zu viel unterbrechen, glaube ich. Jetzt bewegen die sich auch noch. Wir sind mehr davon. Bäh. Ihr widerlichen. Immer weg da, ich muss da vorbei. Wir haben hier irgendwie einen festen Pfad. Klingt gerade irgendwie ungeil hinter mir. Ich drehe mich mal nicht um. Vielleicht hat er das eine umgedreht und hat mich dann doch fast gehört. Ich denke einfach mal, dass ich bei den Feuerschalen erstmal relativ safe bin. Okay, da links ist eins ziemlich nah. Da stolpert einer rum.
Da ist noch einer. Was das jetzt symbolisiert, übersteigt meinen Horizont. Komische, wabernde Blob-Menschen-Dinger, die einen nicht sehen, aber hören können. Ich trau mich mal, ich darf nicht schnell laufen. Das Ding rechts kommt mir wieder sehr nahe. Die Geräusche sind noch nicht sehr schön von denen. Vielleicht haben wir sie jetzt hinter uns. I think I'm in a house. Death. The darkness is testing you, but you are in control. Ja, pfui Teufel. Todespesthauchhaus. Und im Dunkeln balancieren auch noch. Na schön. Schön die Ballons halten. Und wir sind drüben, sehr gut. Well. There's a well. Don't turn back. You're getting close. Rein da, ne? Ach Gott, sind das viele von den Dingern. Eieiei. Der Noah stöhnt nicht so laut. Da hängen ganz viele Leichen an der Decke, es ist alles okay. Nicht so laut weinen. Leise atmen. Gleich haben wir es. Da. Nein, geh nicht in das Licht. Geh in das Licht, ist mir egal. Alles besser als diese Finsternis hier. Auch wenn es ein bisschen blendet. Ugh. She could spend hours, days even, trapped within herself. In the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Schnauze, wir haben die zweite Prüfung überstanden. Wir sind toll. Wir haben unseren Sinnen vertraut. Und unserem Liebsten. It's just a trick. It's just a pointless test.
Ja. Und er hat uns geholfen, aus der Dunkelheit rauszukommen, wenn sie unseren Geist gefangen hat. Dafür braucht man Freunde, dafür braucht man Beziehungen, dafür braucht man ganz viel Liebe und Zuneigung in seinem Leben. Und vielleicht hätte Senua die Dunkelheit vielleicht nicht komplett besiegen, aber zumindest in Schach halten können, wenn sie mit Dillion Hill zusammenbleiben können. Vielleicht hätte sie gar nicht losziehen müssen, um sie zu bekämpfen, sondern vielleicht hätte sie einfach zu Hause bleiben sollen bei ihm und vielleicht wäre es dann mit der Zeit besser geworden. Pfeift mir die Musik so in mein Ohr. Oh, was haben wir denn hier? I want to tell you a story about a god of the Northmen called Baldur. The second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Hey, wo sind wir denn jetzt? Ah, jetzt sind wir bei diesem Gebäude, was wir da die ganze Zeit sehen. Interessant. Jetzt haben wir die Geschichte von Baldur. Leute, die bei mir God of War geguckt haben, übrigens guckt bei mir God of War, wissen, wer das ist und was mit ihm passiert und so und warum. Und natürlich Leute, die sich mit Mythologie im Allgemeinen auskennen, auch. Mal gespannt, wie das hier umgesetzt ist und was es genau mit uns zu tun hat. Da ist ein Gesicht aus Metall. Okay. Das Haus ist irgendwie kaputt. Die Brücke ist auch kaputt. The bridge. You've come this far. But the bridge is broken. There's no way you can fix it. What do you do now, Senua? Gucken und nachdenken tue ich. Ach ja, hier. Da kann ich runterlassen. Ich bin einfach blind. Oder war das vorher nicht da? Das war vorher nicht da, ne? Ich meine, ich bin manchmal ein bisschen unaufmerksam, aber ich glaube, das war vorher einfach nicht da. Aber jetzt schon, jetzt können wir da rüber. Ja, hetz mich doch nicht so. Ich will mich hier ein bisschen umgucken. Ah, das ist eine von diesen Illusionen, wo es aussieht, als würde das einem hinterher gucken und so 3D sein. Okay, da ist die Brücke nach Helis ganz. Die Brücke ist auch ganz. Ah, jetzt sind wir hier in einer anderen Realität. Das Haus ist auch ganz, glaube ich. Sieht ganz nice aus hier. Genau, und so können wir wieder zurück. Hey, sogar die Stimmen in meinem Kopf finden es cool hier. Auch mal eine schöne Abwechslung. Wir bleiben einfach hier. Ist bestimmt nicht gefährlich oder so. Ja, aber hier gibt es so Geschichtendinger. Ich glaube, das ist eins davon, ne? Aber erstmal testen, ob wir die Tür aufmachen können. Nö, können wir nicht. Okay. Säuselnde Musik. Okay, hier geht's auch weiter. Und hier gibt's 1, 2, 3, 4, 5, 6 von diesen Dingern. Oh je. The Northmen tell this story about the death of Baldur.
It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world, fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Ja, natürlich findet er das uncool. Weil dem Tod seinen Preis wegnehmen, das mag der normalerweise nicht. Oder die, Ela in diesem Fall. Das endet eigentlich immer ungut. Da müssen wir wieder Runen finden und da ist noch eine Tür. Okay. Die Musik hier ist auch ganz cool. So, wir brauchen so ein baumartiges Symbol. Ja, Dillian, wir sind gleich da. Alles gut. Yay, juhu. Können wir hier durch? Können wir dieses Schloss kaputt machen? Nö, das heißt, die Rune muss hier irgendwo sein. Ja, Baum ist es schon mal nicht. Wir kriegen ja eigentlich auch immer so ein bisschen eine Anzeige, wenn wir in der Nähe zumindest sind. Vielleicht müssen wir wieder in die andere Welt übergehen? Vielleicht? Warte mal, da vorne können wir runter. Ah, das müssen wir bestimmt, weil dann haben wir den Weg zu der Maske. Und dann können wir in die andere Welt zurück und wieder hier hoch, ohne die kaputte Brücke da drüben benutzen zu müssen. Da finden wir bestimmt dann die Rune, die wir brauchen. Gucken wir hier nochmal da hindurch. Jetzt ist wieder alles geiles Wetter auf jeden Fall. Ist hier wieder alles richtig furchtbar. Ja, da hat es mir vorhin besser gefallen. Ja, ich lasse mich doch mal umgucken. Okay, jetzt sind hier auch die Türen und so alles kaputt. Was ist denn dieses tiefe Gegrummel, was mir da jetzt noch ins Ohr raunt? Das hat sich ja unheimlich angehört. Okay, der ist da drin. Hier können wir wieder irgendwo rüber. Guck noch mal schnell auf die andere Seite, nur der Vollständigkeit halber. Die Rune ist noch die gleiche. Hier können wir ja jetzt auch durch. Nee. Die Darkness swallowt hier nix. Okay, da kann ich nichts machen, nichts sehen. Und ansonsten kann ich hier auch nichts machen. Gut. Haben wir das abgehakt? Es klingt teilweise fast, als würden mir irgendwelche wilden Tiere, irgendwelche Wölfe ins Ohr keifen. Würde mich gleich irgendwas von hinten anfallen. Das finde ich ein bisschen uncool.
Die anderen Stimmen hat man sich ja schon größtenteils gewöhnt. So. Hier in der schönen Welt ist er gar nicht. Das heißt, wir haben es entweder, können was finster und furchtbar haben, aber mit ihm. Oder schön, aber dafür ohne Dillian. Seems so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senno explored new paths into the unknown. Hier irgendwo. Ich glaube, dass das dieses Fenster da oben ist, das wir von der anderen Seite angucken müssen. Kann ich hier aufmachen? Ja. Und dann kann ich hier aufmachen. Auch sehr schön. Da drinnen war dann auch noch wieder so eins von diesen Runendingerns. Hören wir uns gleich an. Erfahrt ihr, wie es mit Balder weitergeht? Do you remember the way he stroked your hair? Do you remember the way he...